Genau, mein Name ist Frank Frommelt von der Firma Dacusoft, technischer Leiter und Senior Consultant, und ich werde Sie jetzt so die nächste, ja, mal grob die Stunde 45 Minuten durch diese Inhalte hindurch navigieren, was wir da entsprechend für Sie vorbereitet haben. An Inhalten haben wir ganz grob zwei Themenblöcke für Sie vorbereitet. Zum einen eine minimalste Vorstellung der Firma Riverbeet und der Firma Dacusoft und so ein bisschen, was die Themengebiete dessen sind, was wir beruflich tun. Dann geht es halt wirklich um die Inhalte, also was passiert oder wie kann man im Endeffekt die vorhandenen Steelhead-Implementierungen noch aufbauen, was kann man noch machen zusätzlich, um in seiner Infrastruktur von den anderen Riverbeet-Produkten zu profitieren. Das versuche ich Ihnen, wie gesagt, so ein bisschen per Folien und per Text näher zu bringen. Unten in dem Client gibt es ein Chatfenster und ein Fragenfenster. In dem können Sie während des Webinars gerne Fragen an uns stellen. Meine Kollegen, der Norbert Willems, der auch im Hintergrund aus vertrieblicher Sicht das Ganze begleitet, wird versuchen, die Fragen entsprechend zu beantworten, beziehungsweise wenn die Fragen aus einer vertrieblichen Sicht nicht zu beantworten sind, dann wird er das Ganze durchreichen, und am Ende haben wir dann nochmal 5 bis 10 Minuten Zeit, um die ganzen Fragen am Stück geschlossen zu beantworten. Genau, die Präsentation, die Sie hier zu sehen bekommen, gibt es hinterher auch nochmal per E-Mail, damit Sie da auch nochmal ein paar Sachen zum, ja, Nachlesen haben. Also bei ein paar Folien sind auch ein bisschen mehr Inhalte drin, als es sich eigentlich für eine gute PowerPoint-Präsentation geziemt. Aber wie gesagt, das war einfach so ein bisschen, dass Sie auch ein paar Unterlagen haben, die Sie dann aus der ganzen Geschichte entsprechend mitnehmen können. Falls es Fragen gibt, die wir hier in dem Webinar nicht beantworten können, ob der Kürze der Zeit, dann steht Ihnen mein Kollege, der Norbert Willems, aus vertrieblicher Sicht oder ich aus technischer Sicht gerne zur Verfügung. Kontaktdaten sind auch in der Präsentation nochmal drin, also falls es da was gibt, was wir so im Nachhinein beantworten können. Okay, wer ist die Firma Dacusoft? Ja, gibt uns jetzt mittlerweile seit 14 Jahren. Wir sitzen im Frankfurter Raum in Wiesbaden, und wir sind eigentlich so, ja, dem Thema Application Performance Management verschrieben. Das heißt, alles, was im Endeffekt die Antwortzeiten von Transaktionen, von Anwendungen aus Nutzersicht visualisierbar macht, erkennbar macht und analysierbar macht, das sind eigentlich so unsere Themen. Also messen, wie ist die Antwortzeit, und auch erklären, warum sich diese oder woraus sich diese entsprechende Antwortzeit zusammensetzt. Das Ganze machen wir mit diversen Partnern, die sich halt in ihrem Bereich halt einfach auf Analyse und Visualisierung von Performance-Themen spezialisiert haben, beziehungsweise wir haben uns da halt die entsprechenden Produkte aus dem Portfolio rausgesucht, die unserer Meinung nach halt für dieses Analyse-Thema die besten sind. Und was wir an der Stelle machen, ist halt zum einen natürlich die Lizenzen vertreiben, zum anderen natürlich aber auch unseren Kunden halt mit Dienstleistung an der Stelle helfen, dass wir halt die entsprechenden Produkte implementieren oder halt auch mit vorhandenen Produkten Dienstleistung machen, um halt so möglichst positive Effekte halt aus den vorhandenen Lizenzen für die Kunden herauszuziehen. Ja, genau, das ist hier so ein bisschen so eine Nachlesefolie, die ich schon vorhin angekündigt hatte. Was machen wir? Troubleshooting steht eigentlich ganz oben. Das ist fast schon unser täglich Brot, dass viele unserer Kunden uns halt wirklich regelmäßig anrufen, weil es halt immer mal wieder das eine kleinere oder größere Problemchen gibt, zu dem wir dann halt ja, hilfreich sein können, um halt rauszubekommen, wie das Ganze entsprechend sich zusammensetzt. Die Firma Riverbeet Technologies kann ich wahrscheinlich fast schon noch kürzer vorstellen als die Firma Dacusoft. Sie alle werden schon mal von Riverbeet gehört haben. Die Steelheads, die Warnbeschleuniger, werden vielleicht sogar der Grund sein, warum Sie jetzt hier an dem Webinar entsprechend teilnehmen. Es ist halt der Marktführer zum Thema Warnbeschleunigung. Momentan kann Riverbeet an der Stelle halt niemandem das Wasser reichen. Aber Riverbeet hat halt in den letzten Jahren sein Portfolio ganz erheblich aufgestockt, um halt einfach mehr liefern zu können als einfach nur Warnbeschleunigung, als einfach nur Visualisierung von Datenmengen. Also es geht jetzt halt wirklich auch um Performance, um Antwortzeiten etc. Okay, dann lassen Sie uns mal gucken, was ich so für Sie vorbereitet habe. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Steelheads sind halt die
Bahnbeschleuniger auf dem Markt. Marktführer, ich glaube 98% Marktanteil in diesem Bereich. Von daher gibt es da halt kaum eigentlich was man eigentlich in diesem Portfolio oder in diesem Segment noch machen kann. Die Frage ist halt, was kommt nach der Optimierung? Zum einen natürlich aus Sicht von Riverbed und zum anderen, was ist für Kunden im Endeffekt, was können Kunden noch tun, wenn sie schon sagen, okay, wir haben halt unsere Warenoptimierung etabliert, wir haben eigentlich das Beste am Markt in unserer Infrastruktur. Schaubild, dieses Diagramm soll mal so ein typisches eine typische Umgebung im Endeffekt einer Firma entsprechend darstellen. Die meisten Firmen werden Endnutzer in irgendeiner Form haben. Es gibt eine Warninfrastruktur und dann gibt es halt Anwendungen, die sich mittlerweile in der Regel aus Web-Services in der Regel zusammensetzen, die dann halt hinterher noch mit Datenbank-Backend etc. bestückt sind. Und die Situation, nach der da oben gefragt wird, ist halt im Endeffekt die, dass man sagen kann, okay, wir haben halt hier Endnutzer, die in irgendeiner Form sich über eine mangelhafte Performance von Anwendungen unter Umständen beschweren. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall in jeder Firma schon mal entsprechend passiert sein. Die Situation, von der ich hier an der Stelle spreche, ist, dass die ganzen traditionellen Monitoring-Tools, die es ja zuhauf in jedem Unternehmen gibt, und die spezialisiert sind auf die entsprechenden Bereiche wie Web-Services, Anwendungsdatenbank-Server und auch sonst Service-Monitoring und natürlich nicht zu vergessen auch das Monitoring der LAN-Infrastruktur und bei uns jetzt halt auch noch als typischen auf dem i, das Monitoring und die Analyse im Endeffekt der Bahnoptimierung. Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass all diese einzelnen Komponenten im Endeffekt anzeigen, doch bei uns ist alles gut. Und trotzdem hat der Nutzer halt ein Problem und das kann man halt unter Umständen auch mit der goldenen Stoppuhr entsprechend nachmessen. Da ist natürlich ein gewisses Dilemma da, weil wie soll man im Endeffekt mit so einer Situation umgehen? Man hat einfach nicht die passenden Werkzeuge im schlimmsten Fall halt in seinem Portfolio. Was diese Produkte allerdings natürlich hervorragend können, ist im Endeffekt dieses schöne amerikanische Fingerpointing. Weil jedes Produkt sagt natürlich für sich selbst, in meinem Silo, meiner Infrastruktur ist alles grün und das beweist natürlich, dass man selbst nicht schuld ist. Und dass halt im Endeffekt ja andere eigentlich schuld sein müssten. Das hieß es einfach, das sind einfach separate, isolierte Insellösungen und mit diesen Insellösungen komme ich unter Umständen halt einfach nicht wesentlich weiter, egal wie gut die einzelnen Werkzeuge vielleicht ihre Domäne an der Stelle beherrschen. Wenn ich mir so eine Infrastruktur in einem Unternehmen vorstelle, dann ist natürlich ein Thema eigentlich oder das Hauptthema eigentlich, wie sieht es denn halt wirklich mit der Performance von Endnutzertransaktionen aus? Also welcher Nutzer hat welche Antwortzeiten und wie setzen sich die ganzen Antwortzeiten zusammen? Das ist im Endeffekt hier das Resümee dieser einzelnen Fragen, die hier im Endeffekt auf dieser Seite stehen. Und letzter Punkt oder hier letzter Punkt vor den Pünktchen ist natürlich, wenn ich das alles weiß, was da oben steht, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, im Fehlerfall wirklich ein schnelles Troubleshooting zu betreiben, weil dann kenne ich die Zusammenhänge und weiß halt auch, was die Performance einer bestimmten Anwendung oder einer bestimmten Transaktion beeinflusst. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Von meinen klassischen Tools, von meiner Silo-Sicht, wie komme ich dann halt wirklich zu einer übergreifenden Sicht auf die Performance von Transaktionen? Wenn ich mir eine Transaktion, also einen Endnutzerzugriff auf eine Anwendung, mal so in den diversen Layern im Netzwerk, in den Applikationen etc. vorstelle, und jetzt habe ich hier auch wieder das Beispiel einer Web-Anwendung gewählt, dann ist es ja so, der Nutzer sitzt da mit seinem Browser und macht einen Klick und dann geht seine Kommunikation, sein Request erstmal durch die erste Stückchen der Infrastruktur durch. Das heißt, hier im Endeffekt oben links wird die Stoppuhr gedrückt aus seiner Sicht. Dann geht die Kommunikation durch die Warninfrastruktur, wird hier natürlich nach Möglichkeit optimiert. Dann kommt sie hier im Endeffekt im ersten Tier an, in der ersten Stückchen Infrastruktur an, im Webserver in diesem Fall. Und ich habe natürlich hier auch innerhalb der Infrastruktur Delays. Durch Queuing innerhalb der einzelnen Prozesse im Webserver, durch Verarbeitung innerhalb des Codes in meiner Anwendung. Und dann geht es natürlich weiter, Sie werden es sich gedacht haben, dann haben wir LAN, da ist in der Regel keine Optimierung mehr fällig, aber das Ganze geht dann halt noch durch und eventuell durch Virtualisierungslayer und wird halt dann noch in der Infrastruktur weiterverarbeitet. Bis halt hinten hier irgendwann vielleicht irgendein Datenbank-Request, ein Query, ein Select-Statement entsprechend rauskommt
Und logischerweise, das Ganze muss entsprechend auch noch zurückgehen. Das heißt, irgendwann werden dann halt wirklich die Daten durch diese ganzen Schichten entweder zurückübertragen, kommen hier die letzten Pakete am Client an und dann wird das Ganze halt auch noch gerendert. Das heißt, aus den Bits und Bytes werden bunte Bilder gemacht. Und hier ist im Endeffekt aus Endnutzersicht das Ganze wirklich durch. Und das ist es halt im Endeffekt, was den Nutzer interessiert, nicht das, was darunter passiert. Aber für uns, um Troubleshooting zu betreiben, wir müssen natürlich irgendwie versuchen, diese Transaktion am Stück zu betrachten. Und genau das Betrachten dieser Gesamtkomponenten, dieser Einzelkomponenten, die die Gesamtantwortzeit ausmachen, das ist es im Endeffekt, was Silverblade sich mit seiner Steel Central Suite auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, es wird jetzt gleich in den restlichen Folien so ein bisschen ein paar der Teilkomponenten der Steel Central Suite ausgehen. Das Ganze baut natürlich auf den Steelhead und Steel Fusion Komponenten auf. Das ist halt immer noch, sag ich mal, das Hauptgeschäft von Riverbed, also die Warnbeschleunigung der Steelhead auf der einen Seite und dann natürlich die Erweiterung im Endeffekt der Warnbeschleunigung auf der anderen Seite, dass halt wirklich man sagt, okay, ich will nicht nur die einzelnen Kommunikationen über die Warnstrecken optimieren, sondern ich möchte halt zusätzlich auch noch Storage über die Warnstrecken optimiert zur Verfügung stellen. Das ist ja das Hauptthema von Steel Fusion. Steel Central baut auf die ganzen Geschichten auf, beziehungsweise ist halt über Steel Script, also im Endeffekt über API-Schnittstellen mit den beiden Komponenten verbunden, sodass man da wirklich ohne große Probleme Kommunikation zwischen den einzelnen Layern betreiben kann, Daten austauschen kann, Informationen auf dem optimierenden Komponenten in Steel Central in die analysierenden Komponenten hineinbekommen kann. Und was wollen wir damit erreichen? Ganz eindeutig Transparenz. Weil wir müssen halt versuchen, diese ganzen Einzelkomponenten, die wir vorhin haben, irgendwo zu verknüpfen. Und was ist es, was das Ganze verknüpft? Das Netzwerk, aber nicht die Links an sich, sondern die Kommunikation aus Anwendungssicht. Das versuchen wir hiermit im Endeffekt zu erreichen. Jetzt mal so eine grobe Übersicht, auch wieder was mehr zum Nachlesen, was man mit Steel Central erreichen kann oder erreichen möchte. Ich möchte halt wirklich wissen oder ich möchte in der Lage sein, eine Ende-zu-Ende-Sicht auf alle Kommunikationen, die in meine Infrastruktur anfallen, zu haben. Und das halt wirklich auch anwendungsbezogen. Das heißt, ich möchte wissen, welcher Nutzer macht was wann und wie schnell ist das Ganze denn? Also wirklich diese Endnutzerwahrnehmung entsprechend abbilden. Wenn ich das habe, dann kann ich halt habe ich wirklich ein optimales Monitoring von meiner Performance, meiner Anwendung und dann kann ich auch wirklich tiefergehende Analysen an der Stelle betreiben, um genau zu analysieren, okay, Frank Frommelt hat zu lange auf irgendwas gewartet. Wo ist denn das Problem an der Stelle für die Transaktion gewesen? Steel Central. Genau, Steel Central. Das ist eine Suite, habe ich schon gesagt. Und die besteht aus diversen Einzelkomponenten. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal ein bisschen näher bringen. Nicht erschrecken. Das ist jetzt wirklich mal eine große Übersicht, um einfach mal so die Hauptkomponenten dieser Steel Central Suite entsprechend zeigen zu können. Ganz oben drüber haben wir halt ein entsprechendes Portal, das zum einen dafür da ist, die ganzen Kommunikationen oder die ganzen Informationen, die hier aus den Produkten, die unten drunter liegen, entsprechend geliefert werden, darzustellen. Also wirklich eine produktübergreifende Sicht auf die Performance und die Kommunikation in meinem Netzwerk zu liefern. Und zum anderen ist das Steel Central auch noch in der Lage, herauszubekommen, wie denn wirklich die Kommunikationsbeziehungen gewesen sind. Das heißt, es ist nicht nur eine reine Visualisierung, sondern das Portal hat auch noch eine gewisse Intelligenz, um halt einfach auf Kommunikationen, die gesehen werden, Applikationen zu modellieren. Die drei Hauptprodukte stehen hier in der Mitte, die im Endeffekt das Portal mit Leben füllen. Das ist der Net Profiler, der ist schon etwas länger im Riverbed Portfolio. Das ist eine flowbasierte Lösung. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, mit der ich halt wirklich sehr schön unternehmensübergreifend darstellen kann, was in meiner Infrastruktur passiert, welche Kommunikationen passieren, welche Datenmengen ausgetauscht haben, welcher Nutzer welche Anwendung im Endeffekt nutzt. Das ist der Network Performance Management, NPM-Bereich. Und rechts daneben, da gibt es dann wirklich Richtung Applikations-Performance, APM, Application Performance Management. Und diese Produkte sind jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren im Riverbed-Portfolio, sind da also auch entsprechend zugekauft worden. App Response ist eine passive Appliance, die im Endeffekt, wie man das unten so schön sehen kann, von den Paketen im Endeffekt gefüttert wird. Und aufgrund der Paketdaten, die die App Response Appliance zu sehen bekommt, für jede Anwendung, für jede Nutzertransaktion,
genau darstellen kann, okay, welche Antwortzeit ist beim Nutzer da gewesen und wie hat sich diese Antwortzeit entsprechend zusammengesetzt. Ein Problem der Serververarbeitung ist es ein Problem der Übertragung der Daten durch die entsprechende Infrastruktur. Ergänzend dazu, wir hatten ja jetzt die Netzwerksicht der Dinge, brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Sicht aus Sicht des Anwendungsservers. Das nennt sich App Internals. Das heißt, wenn sich herausstellen sollte aus Netzwerksicht, die Performance ist schlechter geworden, und zwar dadurch, dass der Server langsamer geworden ist, möchte ich das natürlich unter Umständen tiefer analysieren können und nicht nur meinem Serverbetriebskollegen über den Zaun werfen. Das sind im Endeffekt so die Hauptkomponenten, auf die werden wir gleich ein bisschen eingehen, wie sich diese ganzen Komponenten miteinander ergänzen. Und das ist jetzt einfach nur mal eine kleine Beispielsicht, was bei so einem Portal rauskommen könnte. Sie sehen schon, da sind sehr viele unterschiedliche Komponenten hier auf dieser Webseite zu sehen. Also A, das ist ein Webportal und B, es gibt im Endeffekt so ganz viele kleine Portlets, die ich halt platzieren kann, die ich mit Inhalten füllen kann, um halt wirklich meine Infrastruktur, meine Anwendungen entsprechend visualisieren zu können und um dann auch die Möglichkeit zu haben, hier in den entsprechenden Teilen halt wirklich Drilldowns zu machen, um dann halt wirklich tief sozusagen in die Produkte oder in die Performance-Probleme hineingucken zu können. So, jetzt lassen Sie uns mal gucken, was wir denn in Steel Central so alles an Kommunikationsanalyse betreiben. Ich habe schon gesagt, wir haben zwei unterschiedliche Datenarten, die wir verarbeiten. Das ist zum einen NetFlow-Informationen, die halt wirklich von den Devices selber generiert werden. Das heißt, da steckt im Endeffekt wunderschön drin, wer hat wann mit wem über was geredet. Aber das war es im Endeffekt davon. Das bietet mir eine super Übersicht. Alles, was in meiner Infrastruktur kommuniziert hat, kann ich hier sehen. Das Einzige, was an der Stelle fehlt, ist Performance. Weil das NetFlow-Protokoll halt einfach nicht beinhaltet, okay, wie sind Performance-Daten gewesen? Das ist einfach nicht abgelegt. Und dafür muss ich Paketanalyse betreiben. Das heißt, ich muss mir im Endeffekt angucken, okay, wie kommen die Pakete oder wie sind die Pakete verlaufen, die zu meinem Anwendungsserver geflossen sind, um daraus dann wirklich eine Troubleshooting-Sicht, eine Performance-Analyse-Sicht machen zu können. Wenn man sich das ein bisschen detaillierter anguckt, ne, das ist so das, was eine NetFlow beinhalten würde. Also über einen 1-Minuten-Zeitraum zum Beispiel würde ich halt sehen, dass von dieser 1 Minute A mit B 55 Sekunden lang kommuniziert hat und dass da 2,3 MB Daten übertragen worden sind. Und so weiter und so fort für die anderen Kommunikationspartner auch. Wunderschöne Übersicht, hilft uns aber halt nicht wirklich weiter. Und um so einen Block hier zum Beispiel, wo E und F sich miteinander unterhalten hat, dann wirklich aus Performance-Sicht analysieren zu können, wenn ich dann in die Paketansicht reinsehe, dann sehe ich halt, dass innerhalb dieser 16 Sekunden halt 1, 2, 5 Transaktionen entsprechend gelaufen sind. Und wenn ich mir so eine einzelne Transaktion nochmal im Detail angucke, dann sehe ich halt, okay, hier war ein Request aus Endnutzersicht. Hier hat der Server darüber nachgedacht, was er jetzt beantworten soll. Und irgendwann sind dann halt die Daten entsprechend zum Client zurückgeliefert worden. Und das ist es im Endeffekt, was wir vorher gesagt haben, was uns an Netzwerksicht, an Antwortzeit entsprechend interessiert. Das heißt, das ist einfach der wichtige Punkt, warum wir Paketanalyse fürs Troubleshooting, für die Performance-Sicht brauchen. Hier nochmal eine kleine Übersicht, wieder sowas zum Nachlesen, was im Endeffekt in den einzelnen Protokollen zu sehen ist und natürlich auch, wo es da entsprechend Überlappungen gibt. Ganz eindeutig, Flow ist halt wirklich mehr device-basiert, ist Übersichtlichkeit. Ich sehe halt, wer wann mit wem sich unterhalten hat. Und alles, wo es halt wirklich ums Troubleshooting, um Antwortzeiten geht, um halt auch irgendwelche MOS-Faktoren, also Qualitätswerte von Video und Voice-over-IP zum Beispiel, da bin ich einfach auf eine Paketanalyse entsprechend angewiesen. So, jetzt lassen Sie mich ein ganz klein wenig uns mit der Flow-basierten Sicht beschäftigen. Was ist Sichtbarkeit? Was ist das Wichtige an Sichtbarkeit? Naja, das Wichtige an Sichtbarkeit ist meiner Meinung nach immer, dass ich so möglichst eingängige Workflows habe, dass ich mir halt nicht 5 Stunden lang überlegen muss, wie ich im Endeffekt an meine Daten komme. Und so, da ist für mich ein sehr schönes Beispiel, was mittlerweile, denke ich mal, alle in irgendeiner Form schon genutzt haben oder häufiger wahrscheinlich auch nutzen. Wenn ich eine Reise plane, dann gucke ich mir halt an, wo ich hinfahre. Das heißt, nur, wenn ich dann irgendwo hier nach San Francisco fahre und mal wieder den Partner Riverbed besuche, dann gucke ich mir das Ganze auf Google Maps an und dann wird natürlich irgendwo reingezoomt. Und irgendwann lande ich dann bei Street View und weiß dann hinterher, wenn ich da im Endeffekt aus dem Taxi komme,
In das Gebäude muss ich rein, dahinter wird sich irgendwo das Riverbed-Büro verbergen. Das ist so ein mittlerweile, denke ich mal, relativ natürlich gewordener Workflow. Einfach reinzoomen von der Übersicht bis ins Detail an der Stelle. Und sowas versuchen wir halt mit SteelCentral auch abzubilden. Dass wir sagen, okay, in diesem Fall ist es halt keine Weltkarte, das könnte man auch in irgendeiner Form realisieren. Ich habe einfach eine Matrix. Ich habe einfach eine Matrix meiner diversen Services, die angeboten werden, und ich habe das Ganze nach diversen Kriterien aufgeteilt. Das heißt, hier im ersten Layer sozusagen in der Weltkarte meiner Performance-Sicht sehe ich, okay, ich habe hier anscheinend ein User Experience-Problem mit meiner ERP-Anwendung. Und dann kommen halt die diversen Drill-Downs. Ich stelle fest, ah, es hat hier was mit dem Web-Frontend anscheinend zu tun gehabt, und anscheinend sind es auch die Nutzer in Seattle gewesen, die ein Problem an der Stelle hatten. Das Ganze ist immer mit Links hinterlegt, das heißt, das sind wirklich hier Drill-Down-Möglichkeiten, die im Produkt enthalten sind. Und so kann ich dann halt feststellen, okay, wann sind denn Probleme aufgetreten? Was für Alarme sind an der Stelle gewesen? Und halt auch, wie ist denn so ein Alarm überhaupt zustande gekommen? Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, okay, wir möchten halt auch möglichst ein konfigurationsarmes Tool haben. Das heißt, das Tool sollte eigentlich selber lernen, wie sich denn wirklich Schwellwerte oder wie sich denn Werte verhalten sollten. Das heißt, wir sehen hier, dass hier unten diese graue Linie, das ist der Mittelwert unserer Messwerte für eine bestimmte Metrik. Die blaue Linie, so hat sich das Ganze wirklich verhalten. Und der grüne Korridor, das ist das, wo die Messwerte im Endeffekt noch sozusagen valide sind, wo es keine Alarmauslösung gibt. Das Tool hat im Laufe der Zeit gelernt, okay, montags morgens um 7:45 sind die Werte halt so und so. Dann gibt es noch so einen kleinen Saum, den gelben, den man da rundherum sehen kann. Okay, hier ist es eine Warnung, die ausgelöst würde. Und hier rechts, da ist halt wirklich eine Alarmierung ausgelöst worden. Da haben wir halt auch wirklich diesen Warnungssaum um die grünen Schwellwerte, um den grünen Korridor verlassen. Wenn man da noch weiter reindrillt, kann man auch feststellen, welche Server sind es denn gewesen, die halt involviert sind, die halt wirklich über diesen sogenannten Impact Score einen Einfluss auf die User Experience meiner Seattle ERP-User gehabt haben. Man kann dann noch weitergehen, indem ich dann sage, okay, jetzt zeig mir doch bitte die Details an. Das heißt, jetzt gehe ich wieder im Endeffekt den Weg in die Netzwerkpakete rein, um halt wirklich eine Möglichkeit zu haben, die Performance auch entsprechend zu analysieren. Also was wirklich im Detail das Ganze ausgelöst hat. Und dann kann man natürlich mit einem allseits beliebten Tool namens Wireshark das Ganze analysieren oder in entsprechend optimierten Tools, die halt wirklich sich nicht nur mit Netzwerkpaketen beschäftigen, sondern die halt aus den Netzwerkpaketen auch wieder Performance-Sicht, aus Anwendungssicht entsprechend zusammenbauen. Um dann halt hier oben Applikationskommunikation, Netzwerkpakete und eine Gesamtsicht der Antwortzeit entsprechend mit zusammenbauen zu können. Wichtig ist natürlich auch, dass ich eine Übersicht über meine Infrastruktur habe. Das heißt, aufgrund dieser Flows, die ich halt habe, sehe ich halt, wie die Kommunikationsbeziehungen zwischen den Komponenten sind, welche Datenmengen übertragen worden sind, auf welchen TCP-Ports, die ich dann vielleicht sogar noch benamen kann, die Kommunikation erfolgt sind. Und das sind halt Grundlagen für solche Projekte wie IT-Konsolidierung. Das heißt, ich möchte Server umziehen oder ich möchte halt im Desasterfall halt wirklich möglichst schnell von nicht so gut verfügbar zu verfügbarem System kommen. Das heißt, welche Komponenten muss ich denn halt, muss ich denn wieder am ehesten reaktivieren? Welche Komponenten sind wirklich wichtig für das Lauf, für die Lauffähigkeit meiner Anwendung? Und das heißt, ich muss halt wirklich wissen, was in meiner Netzwerkinfrastruktur los ist. Ich muss die Abhängigkeiten kennen. Und dann habe ich eine Möglichkeit, wirklich solche Geschichten möglichst schnell durchzuführen. Ein Punkt, den Sie aus der Steelhead-Welt entsprechend kennen, ist halt die Applikationserkennung. Das heißt, wir gucken uns halt nicht den Port 80 an und sagen, okay, das ist jetzt halt HTTP, sondern wir versuchen natürlich aufgrund der Inhalte, die wir zu sehen bekommen, auch zu differenzieren, okay, das ist halt Port 80, das ist HTTP, aber da haben Leute halt wirklich mit Facebook ihr Privatleben öffentlich gelegt, da haben sich Leute per YouTube entsprechend Videos angeguckt, aber es kann natürlich auch Salesforce dahinter stecken, was dann halt eine businesskritische Anwendung in meinem Unternehmen sein kann. Und das brauche ich natürlich nicht nur für die Optimierung, sondern das brauche ich auch fürs Troubleshooting, um einfach sehen zu können, okay, welche Anwendungen haben denn entsprechend meinen Link zugemacht. Und diese Erkennung funktioniert über all die Komponenten, die sich in irgendeiner Form mit Paketen beschäftigen. Das heißt nicht nur die Steelheads, die NetSharks, also so eine Hardware-Appliance, die sich im Endeffekt hauptsächlich zum Pakete analysieren heranzieht, oder die AppResponse, die halt wirklich
Performance-Daten für Anwendungen entsprechend heranzieht. So, jetzt habe ich lange genug von Performance geredet und lassen Sie uns mal gucken, was wir denn mit diesen Produkten von Riverbeat zum Thema Performance machen können. Ja, wenn ich so mir den armen Netzwerker hier angucke, na gut, er scheint so ein bisschen eher aus dem Managementbereich zu kommen mit Krawatte. Der hat natürlich einfach diverse Probleme an der Stelle. Wenn er in Troubleshooting-Fall kommt, wenn er halt einfach die Anforderung bekommt, mach mal, dass irgendwas schneller geht, der hat oftmals die Erklärungs- oder die Beweisnot, der ist sich sicher, dass sein Netzwerk schnell ist, aber beweisen ist schwierig. Der Netzwerker steht in der Regel halt wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und wenn ich dann halt wirklich ein Problem habe, naja, wo soll ich denn überhaupt anfangen, das Anwendungsproblem zu lösen? Muss ich mir meine Devices angucken? Ist es die Server-Performance? Was auch immer. Das heißt, ich habe im Endeffekt überhaupt keinen großen Startpunkt, um wirklich mit meiner Analyse zu starten. Und da ist halt, wie schon gesagt, die Netzwerkkommunikation eigentlich der Faktor, der die ganzen Komponenten zusammenbringt. Wichtigster Punkt ist halt wirklich die Antwortzeit der Endnutzer, beziehungsweise auch, wie sich diese Antwortzeit entsprechend zusammensetzt. Weil da habe ich meinen ersten Hinweis, da weiß ich im Endeffekt, wo muss ich den Finger in die Wunde legen, habe ich ein Nutzerproblem, ist der Nutzer vielleicht jetzt gerade nur ein bisschen ungeduldiger und die gleiche Antwortzeit wie am Montagmorgen ist am Freitagnachmittag halt ein bisschen kritischer, weil er möchte halt ins Wochenende. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich meine Transaktionen, die im Netzwerk passieren, entsprechend nachverfolge, damit ich halt wirklich nachvollziehen kann, okay, welche Komponenten sind denn wirklich involviert. Und logischerweise, ich muss natürlich meine Netzwerkinfrastrukturkomponenten auch im Blick behalten, damit ich halt weiß, okay, wenn es auf einem bestimmten Server langsamer wird, was ist denn auf dem Server los? Ist es die CPU, ist es die Festplatte oder sonstige Geschichten? Das führt dann entsprechend dazu, dass ich vernünftige Analysen machen kann und dass ich auch entsprechende Reports abliefern kann, wie sich die Performance im Laufe der Zeit verändert und beeinflusst wird. AppResponse, der Name ist schon ein paar Mal gefallen. Was ist AppResponse oder wofür ist AppResponse gut? AppResponse liefert mir die Endnutzersicht, also wirklich die Antwortzeit für alle Nutzer, für alle Transaktionen 24/7 und das Ganze komplett passiv, ohne in irgendeiner Form die Anwendungsperformance zu beeinträchtigen. Es liefert mir eine Möglichkeit, die Transaktionen wirklich zu visualisieren und entsprechend dann halt auch aus Transaktionssicht mir anzugucken, was innerhalb meiner Antwort oder was die Antwortzeiten ausgemacht hat. Und es liefert mir auch dann wirklich die tiefe Möglichkeit, in das Netzwerk hineinzugucken. Das heißt, wirklich Grundlagen für die Paketanalyse, für die sogenannten forensischen Analysen zu liefern. Wireshark oder was Besseres. Hier jetzt wieder ein bisschen mehr zum Nachlesen. Wichtig vielleicht, um es darzustellen, es gibt physikalische und virtuelle Appliances. Physikalisch ist klar, ich hänge das Ganze an einen entsprechenden Link in meiner Infrastruktur und gucke mir so an, was zum Beispiel über eine Eingangsroute an Endnutzer-Traffic auf mein Rechenzentrum einprasselt. Aber wenn ich mir zum Beispiel die zunehmende Virtualisierung meiner Infrastrukturen angucke, dann möchte ich natürlich vielleicht auch wissen, was denn zwischen den einzelnen virtuellen Maschinen auf einem oder innerhalb eines ESX-Servers passiert. Und das kann ich natürlich am besten machen, wenn ich auch wirklich mich auch in meiner virtuellen Infrastruktur bewege. Das heißt, wenn ich auch wirklich eine virtuelle Appliance in meinem ESX-Server laufen habe und nicht die Netzwerkpakete wieder in die Physik rausspielen muss. Das Ganze ist wirklich dafür gedacht, Echtzeitanalysen zu betreiben. Das heißt, ich kann jetzt sehen, was jetzt in meiner Infrastruktur los ist. Ich muss nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde warten auf irgendwelche Dateneinsammlungsgeschichten, aber ich kann natürlich genauso gut die Kommunikationsparameter vor einem Jahr mit den aktuellen Parametern vergleichen, um mal halt Trends zu erkennen und einfach zu sehen, besser bin ich schlechter geworden. Was geliefert wird, sind halt wirklich generell Antwortzeiten, sind Serveranteile, Verarbeitungszeiten und so weiter und so fort. Was man halt machen kann an der Stelle, ist halt wirklich nicht nur generell TCP-Kommunikation analysieren, sondern es wird auch an vielen Stellen aus Sicht des Anwendungsprotokolls analysiert. Das heißt, wenn es um Datenbanktarif geht, wenn es um Citrix-Kommunikation geht, HTTP, HTTPS oder irgendwelche Multimedia-Geschichten, VoIP und Video, habe ich halt einfach die Möglichkeit, sehr detailliert mir anzugucken, okay, was ist es gewesen, wie ist die Antwortzeit gewesen, wie ist die Qualität an der Stelle gewesen. Die Architektur ist relativ einfach, denke ich mal, zu beschreiben. Wir haben halt hier die Pakete, die meiner Appliance entsprechend ankommen und dann habe ich halt
Die Analyse-Engine, und die Analyse-Engine guckt sich erstmal die Antwortzeiten, dieses ASA, Application Stream Analysis, für alle Anwendungen an. Das ist die TCP-basierte Analyse, die kommt jetzt gleich in der nächsten Folie. Für Web-Anwendungen werden einzelne Transaktionen aufgedröselt, und dann gibt es halt noch Spezialmodule, um halt wirklich zu sagen, okay, ich habe Citrix, ich möchte Datenbanktraffic analysieren, etc. pp. Die Performance-Daten werden innerhalb dieser Appliance abgespeichert. Das heißt, ich habe hier eine Datenbank, um halt wirklich historische Betrachtungen machen zu können. Und bei Bedarf kann der Administrator auch wirklich ein Paketarchiv aktivieren, um halt auch wirklich so eine forensische Analyse möglich zu machen. Das ist aber eine Option, die ist halt zuschaltbar, damit man hier auf jeden Fall aus datenschutzrechtlicher Gründen sicher ist, dass es hier keine Probleme an der Stelle gibt. Ja, ASA, Application Stream Analysis, hatte ich schon mal kurz gesagt, ist eigentlich relativ einfach. Ich sehe halt als Graph die Gesamtantwortzeit einer Anwendung oder eines einzelnen Nutzers, und ich sehe halt, wie die Antwortzeit sich zusammengesetzt hat. Das heißt, in diesem Fall roter Teil Serververarbeitung, das ist der schwankende Teil gewesen. Die Netzwerke an der Stelle sind schon am Jubeln. Sie müssen sich ums Thema nicht kümmern. Hier unten die Netzwerkpaket, die Übertragung der Netzwerkpakete, die Datenmenge oder Retransmissions haben eigentlich kaum signifikanten Einfluss gehabt, aber die Verarbeitung des Servers ist es halt gewesen, das hier ein Problem dargestellt hat. Und auch hier kann ich dann halt wieder die Integration der einzelnen Produkte ineinander nutzen, um mal halt zu sagen, okay, es ist ein Netzwerkproblem, vielleicht, das ich trotzdem analysieren möchte. Ich mache einen Rechtsklick, einen Drill Down, ein GUI-Tool, den sogenannten Transaction Analyzer, um mir das Ganze wirklich forensisch detailliert angucken zu können. Oder nein, es ist hier ein Serverproblem gewesen. Ja, ich mache einen Drill Down und gucke mir das Ganze aus Sicht der Anwendung an. App Internals. So, dann gehen wir ein bisschen in die Details zu entsprechenden Protokollanalysen rein. Web Transaction Analysis liefert mir einfach die Möglichkeit für sämtliche URLs, die hier an mir vorbeikommen, egal ob das jetzt wirklich lokal gehostete Anwendungen sind oder ob das ist, etwas ist, was wirklich in der Cloud bei einem Fremdanbieter gehostet ist, sämtliche Datenzugriffe, sämtliche URLs entsprechend sehen zu können, und halt wirklich genau sehen zu können, okay, welcher Nutzer hat welche Antwortzeiten, hat welche Return-Codes, um halt hier auch wirklich schnell zu sein in puncto Troubleshooting. Das Ganze funktioniert mit HTTP und HTTPS. Wobei für HTTPS logischerweise die entsprechenden Keys in der Appliance hinterlegt werden müssen. Also es wird hier kein Brute Force à la NSA oder solche Geschichten betrieben. Das Ganze kann man noch ein bisschen erweitern, wenn ich halt wirklich meine Steelhead-Appliances im Einsatz habe. Stichwort Steel Flow. Nein, das ist jetzt nicht das nächste Flow-Protokoll, was von Riverbed gebaut worden ist. Sondern Steel Flow bedeutet einfach, dass die App Response Appliance, die hier lokal bei mir im Rechenzentrum steht, auf meine Steelhead Appliances per API-Zugriff zugreifen kann, um mir dann halt noch zusätzliche Analysemöglichkeiten für die Kommunikation, die halt wirklich warnoptimiert sind, zu bieten. Die nächste Folie zeigt das ein bisschen besser. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, Web-Anwendungen oder halt Cloud-Anwendungen zu analysieren. Der Riverbed Cloud Steelhead steht ja im Endeffekt auch dann direkt sozusagen vor dem Rechenzentrum, wird sozusagen als Service von Riverbed zur Verfügung gestellt, und liefert mir dann halt im Endeffekt die Informationen an meine Riverbed, an meine App Response Appliances, um das Ganze mit Informationen anzureichern. Wie sieht das Ganze aus? Ich kann mir dann zum Beispiel hier darstellen lassen, wie die Antwortzeit sich entsprechend darstellt. Ich sehe dann halt auch nicht mehr kryptische URLs, sondern ich sehe dann halt wirklich auf diesen kryptischen URLs kann ich mir wirklich Anwendungen bauen, um halt wirklich eine Möglichkeit zu haben, sowas entsprechende einfache Namen umzusetzen. Und ich kann halt auch wirklich genau analysieren, okay, wie gut arbeitet denn wirklich die Optimierung für die entsprechenden Webanwendungen? Muss ich vielleicht bestimmte Objekte anders kodieren? Muss ich da entsprechende Optimierungen nochmal innerhalb meiner Anwendungen durchführen, um halt bestimmte Anwendungen, bestimmte Objekte, für bestimmte Anwendungen, bestimmte Objekte bessere Resultate zu erzielen. So, jetzt verlassen wir ein bisschen die Netzwerksicht und lassen Sie uns mal ein bisschen gucken. App Internals habe ich ja schon mehrfach genannt, wie das Ganze denn aus Applikations-Server-Sicht aussieht. App Internals ist halt auch wieder für die Endnutzer-Antwortzeit zuständig, aber jetzt wirklich gemessen halt aus Sicht der Anwendung. Nichts mehr mit Netzwerkpaketen.
Es werden hier auch Transaktionen gemonitort, aber das sind halt wirklich Transaktionen, die innerhalb des Applikationsservers passieren und da die entsprechenden Layer abdecken. Und es wird natürlich darüber hinaus Statistiken über diese gesamten Transaktionen gesammelt, sodass man halt eine sehr detaillierte Analyse machen kann, welche Nutzer haben denn Probleme und wie wirken sich denn diese Probleme aus. Eine Transaktion aus Applikationsserversicht, naja gut, die sieht natürlich bekanntermaßen so aus. So der Nutzer, der sitzt irgendwo in London und hat so knapp 41 Sekunden Antwortzeit. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann ich sowas aus Applikationsserversicht bewerten? Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Erstmal müssen wir oder wird von AppInternals die ganze Geschichte in zwei unterschiedliche Delay-Arten aufgeteilt. Das ist zum einen der Backend-Delay. Also das, was wirklich innerhalb der Applikation gerechnet wird. Und dann halt der Frontend-Delay, das heißt alles, was Datenübertragung und lokales Rendering im Endeffekt darstellt. Und man kann hier sehen, okay, das Ganze hat 9 Sekunden auf der einen Seite, 32 Sekunden auf der anderen Seite gekostet. Also habe ich auf jeden Fall im Backend ein höheres Optimierungspotenzial. Und auch diese Zeiten werden noch entsprechend aufgedröselt. Das heißt, ja, Verarbeitung auf dem Applikationsserver, da ist vielleicht auch ein bisschen was drin. Aber die Datenbank, das ist es im Endeffekt, was es hauptsächlich ausmacht. Also da habe ich eine Möglichkeit, von den 32 Sekunden im besten Fall 24 Sekunden wegzuoptimieren. Und auch da kann ich natürlich dann schon sehen, okay, was ist es denn innerhalb der Anwendung gewesen? Es sind zwei bestimmte Queries gewesen und das ist allein eine Select X vom Y-Query, das wäre es halt, wo ich 20 Sekunden im Endeffekt rausholen konnte für die ganze Geschichte. Die anderen Klassen und Methodenaufrufe in den entsprechenden Tiers sind zwar auch interessant, aber jetzt nicht ganz so spannend. Wie sieht das aus? Wie funktioniert die ganze Geschichte? Grundlage ist erstmal, dass wir eine virtuelle Appliance von Riverbed zur Verfügung gestellt bekommen, die halt in einer Virtualisierungslösung, in einem Hypervisor, meistens VMware entsprechend läuft. Das heißt aber auch hier, ich habe keine Notwendigkeit, sich nicht im Endeffekt mit der Verwaltung dieser Appliance zu beschäftigen. Das Ding wird runtergeladen und ist dann nach 5 bis 10 Minuten lauffähig. Und ich muss mich auch nicht um Datenbankinstallation, Betriebssystem-Updates und ähnliche Geschichten kümmern. Ein geschlossenes System und so ähnlich, wie man das von seinem Android-Handy kennt. Es gibt dann ist bei Bedarf Updates, die man installieren kann, die einfach seine Appliance aktualisieren, ohne halt das laufende System in irgendeiner Form anzupassen. Zweiter Teil, den ich brauche, ist natürlich irgendeine Überwachung, einen sogenannten Metagenten, der halt auf die entsprechenden Applikationsserver installiert wird. Unten mal ein kleines Beispiel. Also es geht für Windows, für diverse Unix-Betriebssysteme, eigentlich alles, was Linux heißt und für Java und .NET-Anwendungsserver. Das Ganze ist ja wie soll man das sagen, Ease of Use optimiertes Tool. Das heißt, ich muss hier nur auf Betriebssystembasis einmalig ein Setup starten. Ich muss nichts innerhalb meiner Applikationsserver konfigurieren. Das Ganze wird ausschließlich über die Web-GUI hinterher gemacht. Das heißt hier auch keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit, irgendwas kaputt zu machen. Die beiden kommunizieren miteinander über HTTPS. Die initiale Kommunikation ist über HTTP, aber man wird dann redirected. Das heißt, hier wird ein Standardport genutzt. Ich muss auch nicht in der Firewall Dutzende von Ports in irgendeiner Form freischalten. Und genauso der App-Internals-User, der Admin, greift halt über eine Web-GUI auf die ganze Geschichte zu. Das Ganze ist Flash-frei, das Ganze ist JavaScript-basiert. Das heißt, die Zukunftstechnologie eigentlich für Web-GUIs, finde ich. Genau, jetzt haben wir halt hier wirklich Netzwerk-Traces oder Applikations-Traces, Metriken etc. aus Sicht des Applikationsservers. Jetzt haben wir noch die Endnutzer, die halt wirklich mit der Anwendung in irgendeiner Form arbeiten. Und wir hatten ja links diesen Frontend-Traffic. Und das muss ja auch in irgendeiner Form gemessen werden. Und das macht AppInternals insofern relativ intelligent, dass in die ganzen URLs, die von der Anwendung ausgeliefert werden, automatisch ein kleines Stückchen JavaScript injiziert wird. Und dieses kleine Stückchen JavaScript wird im Browser des Endnutzers ausgeführt und meldet dann im Endeffekt, okay, wie lange hat es gedauert vom Klick, bis die erste Antwort vom Server gekommen ist, bis die letzten Daten angekommen sind und wie lange habe ich für das Rendering gebraucht. Und dieses End-User-Beacon wird dann im Endeffekt noch zu der App-Internals Appliance hingeschickt. Und so habe ich dann für die Transaktion, die hier drin passiert ist, auch parallel dazu die Endnutzersicht der Antwortzeit. Und so habe ich wirklich ein echtes End-to-End für die Analyse. Jetzt ein paar kleine Sichten der GUI. Wie sieht das Ganze aus? Auch das ist natürlich eine JavaScript-basierte Web-GUI.
hier eine Übersicht und ich habe halt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind meine Endnutzersichten, eigentlich ist alles gut, aber ich habe hier zum Beispiel für meine Home-Transaktion habe ich anscheinend eine schlechte Antwortzeit, kann dann an der Stelle einen Drill-Down machen, um halt zu sehen, okay, was ist es denn halt, was meine Home-Transaktion ausmacht. Wir sehen hier, das Ganze ist jetzt entsprechend gefiltert. Ich könnte auch noch weitere Filter aktivieren. Und dann sehe ich halt sämtliche Transaktionen, die halt wirklich meine Home-Transaktion beinhaltet haben. Ich kann dann hier noch entsprechend zusätzliche Filter anlegen, um halt zu, kann dann entsprechende Filter anlegen, um halt hier noch zu sehen, okay, was ist innerhalb der Transaktionen passiert. Und dann kann ich halt einen detaillierten Drill-Down halt machen in einen dieser Transaktionen, weil jeder dieser Punkte, die hier zu sehen sind, das ist halt wirklich eine Nutzertransaktion. Die hier unten interessieren mich nicht so sehr, aber hier oben, die Ausreißer nach oben, das sind halt die, die ich analysieren möchte. Und dann komme ich halt wirklich rein in die dedizierte Transaktion und kann mir ganz genau angucken, okay, wenn Frank Frommelt auf diese Trade Fast Anwendung zugegriffen hat, na gut, ich war gerade nicht in Illinois, was hat das Ganze ausgemacht, was ist die involvierte Infrastruktur gewesen, wie sind die Antwortzeiten, wie haben die Antwortzeiten sich zusammengesetzt, bis halt runter zum letzten SQL-Query, was für meine Transaktion ausgeführt worden ist. Hier nochmal so ein paar weitere Möglichkeiten, die es an der Stelle gibt. Ich habe halt eine Möglichkeit, wirklich zu filtern. Ich habe mir die langsamsten Transaktionen raus, kann mir die langsamsten Transaktionen zum Beispiel raussuchen. Ich kann mir Transaktionen mit vielen Exceptions raussuchen. Ich habe hier links halt die Möglichkeit zu filtern, indem ich halt wirklich bestimmte Nutzer, bestimmte IP-Adressen, bestimmte Transaktionen auswähle. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit hier oben, Queries entsprechend mir selber zusammenzusetzen. Das heißt, jeder dieser Klicks setzt im Endeffekt ein Token und das kann ich halt auch hier entsprechend händisch eingeben, um halt wirklich sehr schnell analysieren zu können. Last but not least gibt es natürlich auch ein entsprechendes Reporting. Das heißt, es gibt sehr viele vordefinierte Reports, über die ich halt bestimmte Dinge, Zusammenhänge darstellen kann, wie Antwortzeiten mit Transaktionsmengen zusammenhängen etc. pp. Genau, das ist jetzt hier einfach mal so ein kleines Beispiel, wie Reports aussehen könnten. Aber ich denke mal, die Menge an Reports ist relativ groß. Von daher, ja, das können halt einfach nur Beispiele sein, aber soll einfach darstellen, dass ich hier sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten habe, Dinge zu visualisieren. So, ja, die Zusammenfassung eigentlich meiner Meinung nach relativ einfach. Mit Seer Central habe ich so ziemlich alles im Blick. Ich sehe die Kommunikation in meiner Infrastruktur, ich sehe, wie die Antwortzeiten sich zusammen und dementsprechend habe ich natürlich auch möglichst schnell eine Möglichkeit, wenn ich Troubleshooting betreibe, wirklich von, ich habe einen, naja, sagen wir mal, nicht validen SLA-Status, wieder zurückzukommen zu, ich habe meine Performance im Griff und kann halt so dann entsprechend analysieren, was in meiner Infrastruktur los gewesen ist. So, und jetzt übergebe ich wieder an meinen Kollegen Norbert Willems. Norbert, sind Fragen gekommen während der ganzen Geschichte? Ja, hallo Frank. Nein, derzeit noch nicht. Warten wir mal ein paar Sekunden. Vielleicht kommt ja noch irgendwas in Fragen. Na, da tut sich recht wenig. Naja gut, dann war es vielleicht so. So erschlagend die ganze Geschichte, dass da keine großen Fragen mehr übrig geblieben sind. Ja, dann sind wir jetzt relativ zügig fertig geworden. Das heißt, noch eine 10 Minuten gespart, um nochmal einen zusätzlichen Kaffee vor dem nächsten Termin holen zu können. Ja, dann würde ich sagen, danke für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, die Präsentation wird Ihnen der Herr Willems im Anschluss an die Geschichte nochmal zuschicken. Und ja, dann würde ich mich über Kritik von Ihrer Seite sehr freuen und verabschiede mich schon mal von meiner Seite her. Auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Teilnehmer und einen schönen Tag noch.